Hallihallo und ein herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Wir haben gerade einer Dame gelauscht, die so getan hat, als ob sie unser Opfer ist. Darum haben wir sie nicht getötet. Wir haben auch Ideale. Nur leider Gottes haben wir die Assassinen zum Untergang mit unseren Missionen hier gedingselt. Aber das ist ja eigentlich das Bier von Mualem. Al-Mualem? Ja. Weil der hat immerhin gesagt, wir sollen das machen. Also, wir gehen mal rein und erzählen ihnen das. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder. Die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns. Etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Okay. Robertchen. Na super. Na supi. Ja, nimm mal doch mal den Ausgang, ne? Na, affengeil, sag ich mal dazu. Vor allen Dingen, es sind ja noch nicht mal Stunden vergangen oder so. Und der Typ, der ist jetzt nicht mehr gesucht, so von 0 auf 100. Eigentlich müsste er ja voll der Staatsfeind Nummer 1 sein, ne? Fällt mir mal so auf. Geradeaus. Ja, ein kleiner Hopster, was bringt mich dazu, es zu tun? Aber echt, ich weiß nicht, ganz nebenbei habe ich hier so ein leichtes Dröhnen. Das ist aber eindeutig von Game. So, da vorne müssten dann... Mal kurz gucken. Ja, ich komme da bestimmt nicht dran vorbei ohne die... Ja, danke schön.
Komm, lass mich mal rein. Und jetzt dreht mal um. Oder geht ihr in meinen Kreis? Wahrscheinlich. Hoffentlich gehen die nach draußen. Ja, geht weiter, weiter, weiter. Jetzt mal ernsthaft. Ihr geht nicht dahin, wo ich hin will. Ja, nee. Sonst gehe ich da einfach durch. Nein, geht nicht. Ja, habe ich ja wohl keine andere Wahl. Eigentlich müsste man noch zu oben lang springen können. Wow. Die sind draußen. Was nützen mir diese Mönche draußen? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich brauche sie hier drinnen. Gibt es nicht irgendeinen Weg, diese Mauer hochzukommen? Ja, nee. Ich weiß schon, die Folge wird sonst langweilig. Also. Geht weg. Wollt ihr etwas? Ja, ja. Ja. Dadurch. La la la. Tod dem Oha! Bewegung! Bleib stehen! Gaul! Ja! Oh da! Meine Freunde! Verdammt! Komm schon! Er wird nicht entkommen! Und tschüss! Oha! Ey, was macht ihr da mit meinem Pferd? Okay. So. Selber schuld. Na komm. So. Das war dafür, dass du versucht hast, mich zu schubsen. Ja, ja. Oha, verdammt. Das sieht man ja auch voll viel. Ja, schade. Das irritiert mich. So. Tja, ich sag mal, so reitet man aus Jerusalem nicht. Aber egal. Also wenn wir jetzt noch massiv, ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal kurz nach massiv, einfach nur um das unseren komischen Typen zu sagen, um zu gucken, ob das geht. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, weil ich glaube, das muss man so oder so und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Und ich denke mal, das ist dann das... Oh, wie jetzt? Wo ist der Almualem? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
Überhaupt nicht. Alter. Das ist ja voll unfair jetzt. Gut, okay. Der wird jemanden schaffen. Er hat sich wohl verspätet. Bei dem Tempo verletzt. Ja, total spannende Folge. Ich weiß, Leute, es tut mir leid. Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Ich bin ehrlich, ich habe vergessen, wo ich jetzt hin muss. Also, ein bisschen. Ich habe den Namen voll auf dem Gedächtnis verdrängt gerade. Dabei habe ich ihn eben gerade gehört. Gott, das ist schlimm mit mir, ich weiß. So, jetzt hier aber. Damaskus, Akkon, Jerusalem oder Königreich? Wahrscheinlich hier Königreich. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Jo. Das sieht mir aber nicht danach aus, als ob das... Ah! Nach Arsur. Da komme ich ja am leichtesten von Akkon hin. So, und das machen wir. Wir gehen jetzt erst nach Akkon. Sehe ich doch gar nicht ein. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Räumen Sie Bogenschützen und Wachen auf den Weg. So, jetzt müsste das aber gehen. So, Akkon, Umland. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Ja, und ich sag mal, wir sehen uns in Azur. Also, bis dann.